Wer nutzt privat, ich sag mal, auf wöchentlicher Basis bewusst KI? Also nicht, wo ich irgendein Tool nutze und das ist da irgendwie versteckt mit drin, sondern ganz bewusst. Wer wöchentlich im Unternehmen? Schon ein paar weniger. Wer hat KI in Prozessen im Unternehmen implementiert? Noch weniger. Wunderbar. Das passt gut. Ich hoffe, dass wir heute in dem Programm sozusagen jeden Wissensstand ein Stück weit abdecken können. Aus unserer Sicht ist KI tatsächlich ein Gamechanger für mittelständische Unternehmen. Und ich habe vorhin schon gesagt, wir beschäftigen uns schon etwas länger mit dem Thema. Es gibt jetzt ganz viele, die erst sozusagen mit dem aktuellen Hype um ChatGPT das Thema aufgegriffen haben. Wir hatten das Glück, dass wir uns schon etwas länger damit beschäftigen können. Und zwar haben wir 2013 mit einem ersten Forschungsprojekt gestartet. Also wir machen Forschung und Entwicklung im Bereich von KI. Das heißt, wir haben 2013 mit einem Projekt gestartet, evolutionäre Algorithmen, haben dann erste Predictive-Anwendungen bei der AdaCore implementiert, haben 2018 ein zweites Forschungsprojekt mit Förderung von der EU gestartet und sind jetzt gerade mit einem Kooperationspartner am Forschungsprojekt Deutsche Sprach-KI. Die Kollegen von VoxOver, die hier auch mit im Publikum sitzen und auch gleich einen Workshop halten. Es gibt von PwC, und da gibt's, das ist, kann man einfach überall gucken, in jeder Zeitschrift, in jeder Zeitung, in jeder Studie. PwC sagt, in 2024, Artificial Intelligence will start to fundamentally change how business gets done. Und das ist etwas, was wir tatsächlich bei unseren Kunden auch wahrnehmen und was ich auch bei befreundeten Unternehmern wahrnehme. Wir versuchen zwar jeden Wissensstand so ein bisschen abzuholen, aber es gibt auch ein paar Sachen, um die geht es heute nicht. Und das mal kurz als Disclaimer. Wenn wir heute von Konzepten und Technologien reden, dann sind die stark vereinfacht. Also wenn jetzt jemand hier Experte für KI ist oder für ein bestimmtes KI-Modell, dann verzeiht es uns bitte, wenn wir bestimmte Konzepte stark vereinfacht darstellen. Ganz große Erkenntnis, einfach zu sagen, ich werfe jetzt mein Problem auf KI und dann wird das schon gelöst, das funktioniert nicht. KI-Projekte sind Digitalisierungsprojekte. Das heißt, ich habe die genau selben Herausforderungen und man muss sich überlegen, wenn ich in der Digitalisierung noch Schritte zu gehen habe, ob ich nicht diese Schritte zuerst gehe und dann mit der Digitalisierung, mit KI starte. Und es gibt ganz, ganz viele Themen, die man, wenn man KI produktiv einsetzen möchte, noch betrachten muss. Ja, also ein Piloten, der ist schnell gemacht, aber wenn ich KI produktiv einsetzen möchte, dann muss ich Themen beachten wie Sicherheit, wie den Betrieb, Monitoring, also die ganzen IT-Themen, die ich bei anderen IT-Systemen auch habe. Was wir auch nicht betrachten wollen heute, ist das Thema Soziales. Da kann man einen komplett eigenen Tag drum machen. Was hat das für soziale Auswirkungen? Das Thema Energie hatten wir auch gerade schon. Also so ein typisches Rack, also so ein Serverschrank in einem Datacenter in Frankfurt aktuell. Sven, was hat das für eine Leistungsaufnahme? Kommt aufs Rechnen doch an, 3 kW. Sollte es mindestens haben? 3 bis 10, 12 kW hat so ein Serverschrank in einem Datacenter. Leistungsaufnahme maximal für dieses Rack. Wir reden jetzt in den USA über KI-Datacenter, die haben 300 Watt Aufnahme pro Schrank. Und das sind Energieprobleme, die müssen wir auch noch lösen. Genau, AI Act, auch das. Wir haben jetzt heute keinen Speaker, der Anwalt ist, der uns da rechtssicher beraten kann zum Thema KI Act und was das rechtlich bedeutet. Das Thema werden wir heute auch nicht besprechen. So, kommen wir zurück zum Thema. Wer kennt den jungen Mann hier auf der rechten Seite? Einmal Hand heben. Okay, das ist Sam Altman, CEO von OpenAI. Und das ist in einem Interview und dort erzählt er davon, dass er mit anderen Tech-CEOs aus dem Silicon Valley eine Chatgruppe hat auf WhatsApp, wo sie eine Wette haben laufen. Und die Wette ist, wann, in welchem Jahr
gibt es das erste Ein-Mann-Unternehmen, das mit 1 Milliarde bewertet ist, weil der Rest von KI gemacht wird. So, ich glaube, die natürliche Reaktion ist Hype. Ja, wieder die Tech-Milliardäre drüben in den USA, was die sich so wieder ausdenken. Aber man muss da einmal die Forschung gegenstellen und was die Forschung gerade macht. Und das ist die Zahl der Veröffentlichungen von Papern auf Archive zum Thema Machine Learning und KI. Und da sieht man, dass das steil nach oben geht. Und in der Regel, wenn die Forschung so viel Zeit und Energie in ein Thema investiert, dann folgt zwangsläufig die Wirtschaft hinterher. Und was man sieht ist, ne, die Skala, die hört hier bei 2021 auf. Was ist 2022 passiert? 2022 ist ChatGPT veröffentlicht worden. Das heißt, das ist die Entwicklung in der Forschung, die am Ende einem fundamentalen Change wie der Veröffentlichung von ChatGPT vorangegangen ist. So, und daraus ergibt sich aus unserer Sicht eine gewisse Dringlichkeit. Und wir haben hier eine Studie von Deloitte. Da geht es um, wie hat KI Auswirkungen auf mein Geschäftsmodell oder hat es Auswirkungen auf mein Geschäftsmodell? Und wir in Deutschland, wir sagen, ja, so ein bisschen, das ist eine kleine Bedrohung, das ist das Grüne. Und dann haben wir das Blaue, das sind ein bisschen. Und wenn man sich das mal so im Ländervergleich anguckt, dann glauben wir Deutschen irgendwie, dass KI weniger Einfluss auf unser Geschäft hat als unsere Nachbarn um uns rum. Da sollten wir drüber nachdenken. Und wenn wir dann drüber nachdenken, dass da eine Dringlichkeit gibt, dann macht man das ja, weil man glaubt, dass man davon was hat. Und das sind die Benefits. Und auch da, wir haben die blauen Punkte, das sind so der weltweite Durchschnitt. Und grün ist Deutschland. Und gut, wir Deutschen, ne, wir, das Thema Effizienz, also wir sind ja eher effizienzgetrieben als innovationsgetrieben. Das heißt, wir haben hier, wir sehen ja ganz viele Effizienzmöglichkeiten. Ich würde sagen, auch typisch deutsch ist, wenn man mal runtergeht, hier zum Thema User Experience, ja, Relationship Clients Customers. Auch das würde ich sagen, ist typisch deutsch. Das ist der Welt immer ein bisschen wichtiger als uns. So, was ergibt sich daraus für uns, wenn wir jetzt auf den Mittelstand gucken? Und für mich besonders. Ich sehe KI als die Möglichkeit, dass wir das Spielfeld einmal ebnen können. Weil bei KI haben aktuell noch fast alle Unternehmen die gleichen Möglichkeiten. Man muss eher mutig sein und offen sein und starten, als große Investitionen zu tätigen. Wir als Unternehmer hier und Führungskräfte, wir haben ja ganz viele Rahmenbedingungen in unserem Unternehmen, die können wir nicht von heute auf morgen verändern. Das sind Entscheidungen, die wir vor 10, 15, 20 Jahren getroffen haben, vielleicht auch vor 2 Jahren, die können wir nicht ad hoc ändern. Aber die Rahmenbedingungen, wie ich KI einsetze und wie ich meine Prozesse automatisiere und wie ich mich aufstelle, da können gerade alle neu starten. Und da haben wir tatsächlich als Mittelständler einen Vorteil gegenüber den großen Konzernen, weil wir viel schneller, viel agiler agieren können. Also ich bin ganz, ganz großer Verfechter davon, dass KI die Möglichkeit bietet, dass wir einmal das Spielfeld ebnen können. Wir müssen es aber auch nutzen. Und dass wir es gerade nicht nutzen in Deutschland, gehe ich mal von den Unternehmen weg und gehe wieder zur Forschung und Entwicklung. Das sind AI-Patente pro 100.000 Einwohner. Das Land der Erfinder und Denker ist hier unten mit 0,66 Patenten pro 100.000 Einwohnern. Und selbst USA, und ich glaube, wir würden alle sagen, die USA sind uns um Meilen voraus im Thema KI. Auch da in Luxemburg und Südkorea passiert noch viel mehr. So. Ich habe gerade schon gesagt, ChatGPT ist 2022 rausgekommen. Das heißt, das ist gerade mal 22 Monate alt, 23. Und wir sind gestartet mit GPT 3.5. Das ist das hier ganz am Anfang.
der kleine rote Punkt. Und wir sind inzwischen hier bei O1 und noch mehr. Die ist schon wieder, kann man quasi jeden Monat neu machen, diesen Slide. Und da hat sich wahnsinnig viel getan in 2 Jahren. Also alle, die sagen, ich war letztens auf einer Veranstaltung, da hat jemand, hat ein Geschäftsführer gesagt so, ja, mit dem Thema KI habe ich ja noch Zeit. Weil das kann ja noch gar nicht so viel. Das steckt ja noch in den Anfangsschuhen. Ich warte 5 Jahre und dann muss ich mich damit erst beschäftigen. Nein. Wenn man sich das anguckt, was in 22 Monaten passiert ist, dann haben wir hier eine exponentielle Technologieentwicklung. Und ich möchte einmal einen kurzen Wissenscheck mit euch machen zum Thema Geschichte. Bestimmt euer Spezialthema. Was ist das? Einer. Wunderbar. Wenn das eine Pyramide ist, wer ist dann voraussichtlich das? Richtig, sehr schön. Wann wurden die Pyramiden fertiggestellt? 2000 Jahre davor. Vor was? 2510 vor Christus. Wann hat Kleopatra, du hast jetzt schon was verraten, dankeschön. Wann hat Kleopatra gelebt? 30 vor Christus. So. ChatGPT veröffentlicht 2022. Kleopatra war von der Fertigstellung der Pyramiden so weit entfernt an Jahren, ungefähr, wie von ChatGPT. Und das zeigt, wie viel in den letzten Jahren exponentiell entwickelt wurde. Es gibt Forscher, die sagen, 95% aller Technologien sind in den letzten 200 Jahren entwickelt worden. Und zum Thema KI, auch da einmal die exponentielle Entwicklung mit Journey, damit kann man Bilder generieren über Prompts. Ich gebe Prompt ein, hyperrealistisches Image von Harry Potter. Und wir haben hier die Version 1 aus dem Februar 2022, ganz am Anfang. Und dann die Version 6 aus dem Dezember 2023. So, wer jetzt sagt, ja, aber die KI kann das ja nicht und das kann sie nicht und jenes kann sie noch nicht, das hätte man damals da auch gesagt. Und 1,5 Jahre später sind wir hier. So, und jetzt, 2024, generiert KI das. So, das, jetzt sieht man hier, ne, das ist offensichtlich ist das nicht mehr Daniel Radcliffe, also die haben das Thema Urheberrecht anscheinend eingebaut. Aber von der Qualität her, das ist schon beeindruckend. So, was ist KI aktuell? KI aktuell ist, wenn man in den AI Act schaut, da haben die Politiker versucht, sich einer Definition zu nähern. An AI system is a machine-based system that can operate autonomously and adapt after deployment, generating outputs like predictions or decisions. So, ich habe jetzt mal durchgestrichen, was ich glaube, was aktuell noch nicht der Fall ist, und das ist gut so. Aber am Ende sind KI-Systeme Prediction Machines. Sie treffen eine Vorhersage, was als nächstes am wahrscheinlichsten ist. Und wenn ich ChatGPT nutze, dann ist die Wahrscheinlichkeitsberechnung, die da stattfindet, das nächste Token, also die nächste Silbe, um es so zu formulieren. Nicht mehr, nicht weniger. Und alle KI-Modelle, egal welcher Begriff euch begegnet im Thema KI, ob es neuronale Netze, Deep Learning, es geht immer um das Prinzip einer Vorhersagemaschine. Und es gibt verschiedene Modelle. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, sich das einmal klarzumachen, dass ich den echten Mehrwert als Unternehmen hebe, wenn ich verschiedene KI-Modelle miteinander kombiniere. Dann wird es richtig spannend. Es gibt ganz klassisch Machine Learning. Das, was wir jahrelang gemacht haben, auch in der ADACOR, ist das Thema, ich habe Datensätze und ich mache eine Vorhersage. Jetzt zum Beispiel zu Häuserpreisen oder wie viele als Radverleih, wie viele Fahrräder brauche ich nächsten Samstag, wenn folgende Wetterbedingungen herrschen. Ich habe Vision-Modelle. Das heißt, ich gebe Bilder oder Videostreams rein und kann die auswerten lassen. Ganz einfach, was ist da enthalten? Oder markiere mir bestimmte Entitäten. Gibt es ganz spannende Modelle auch im Bereich der Produktion, wo dann zum Beispiel erkannt wird, ob ein Arbeiter, eine Arbeiterin einen Helm aufhat oder nicht. Wir haben das Thema der großen Sprachmodelle, hinreichend bekannt. Und wir haben das Thema Voice und Sound, also die Verarbeitung von Voice und die Generierung von Voice. So, warum passiert das gerade jetzt?
dieses Thema. Warum ist das Thema KI seit 2022 so relevant? Was ist da passiert? Es haben verschiedene Entwicklungen stattgefunden. Das eine ist Cloud. Für viele, die aus dem Business nicht kommen, vorher war die Bereitstellung von Computerressourcen war sehr schwierig. Ich musste als Unternehmen das kaufen, musste es installieren, betreiben. Ich hatte vielleicht Dienstleister, okay. Aber erst mit dem Aufkommen von den Cloud-Providern hatte ich auf einmal ad hoc Zugriff auf massive Rechenressourcen. Das zweite ist, es hat eine wahnsinnige Entwicklung bei den Chips stattgefunden. Die berühmt-berüchtigten H100 Nvidia-Chips. Nvidia, der Aktienkurs geht ja gerade durch die Decke, genau deswegen, weil die so viele davon verkaufen. Und das ist eine logarithmische Skala. Das heißt, wir haben hier immer einen Faktor 10 in der Fähigkeit der Chips. Und es gibt jetzt schon die nächsten Chip-Modelle von Cerebras zum Beispiel, es gibt noch zwei weitere andere Anbieter, die überspringen gerade mal ad hoc wieder 10er-Potenzen. Und wir hatten das Thema Machine Learning gerade. Bei Machine Learning ist der klassische Angang für einen Konzern oder für einen Mittelständler, ich habe meine Daten, ich trainiere ein Modell auf diesen Daten und kann dann für mich einen ganz spitzen Anwendungsfall nutzen, zum Beispiel die Vorhersage, wie viel brauche ich X morgen. Und was jetzt sich verändert hat, ist, wir haben diese Foundation-Modelle, die sind schon vortrainiert. Das ist das, was LLMs sind. Ich habe vortrainierte Modelle und kann direkt anfangen. Wir haben versucht für uns, den Einsatz von KI in Unternehmen so ein bisschen greifbar zu machen, wie wir in der Adacore damit umgehen wollen. Also wo investieren wir, wo beschäftigen wir uns mit? Wir haben gesagt, okay, wir haben zwei Achsen. Eine Achse ist in Richtung extern zum Markt oder intern Prozesse. Und die andere Achse ist KI im Alltag oder KI als Game Changer. Und dann ist vollkommen klar, dass wenn wir in einem Bereich sind, hier unten, KI in Unterstützungsprozessen, also Alltags-KI, intern, das kaufen wir. Dann nutzen wir die KI-Tools, die in den Softwareprodukten drin sind. Da beschäftigen wir uns nicht weiter mit, außer dass wir da dranbleiben müssen und uns die Sachen anschauen müssen. Da reden wir aber dann ganz viel über Produktivität. Wenn ich jetzt in den Bereich schon eher Richtung Game Changer gehe, also wo habe ich ein Differenzierungsmerkmal oder wo muss ich KI implementieren, damit ich nicht marktunfähig werde, dann reden wir über Differenzierung und das ist dann eher Game Changer und geht von Kernprozessen im Unternehmen bis hoch in Richtung Kunde. Und als letztes der Bereich Disruption, das heißt, ich nutze KI, um tatsächlich Leistungen komplett neu zu denken, KI in Produkte, in Service zu integrieren oder komplett neue Geschäftsbereiche aufzubauen. Und bei uns sieht das dann so aus, also wir haben zum Beispiel Canva, ne, die haben eine AI-Funktion, Canva ist so für Marketing, kann ich Grafiken machen, wird bei uns ganz intensiv genutzt. Wir haben ChatGPT-Teams für einen Großteil des Unternehmens ausgerollt. Das heißt, die können einfach ChatGPT nutzen, können auch Fach-GPTs bauen. Wir haben GitHub Copilot im IT-Bereich, das unterstützt beim Coden. Wir haben ein Schulungsprogramm aufgesetzt. Wir haben eine interne KI-Plattform angefangen zu bauen. Wir haben für People Operations verschiedene Tools im Einsatz. Und wir haben das Adacore KI Lab, wo Mitarbeitende ausprobieren können. Kann einfach verschiedenste KI-Modelle, was kann ich damit machen, können Dinge ausprobieren, können sich selber damit beschäftigen. Und schlussendlich haben wir dann auch noch zwei neue Produktwelten geschaffen, um das eben dann auch am Markt zu platzieren. Jetzt ging es gerade um Prozesse, ne, intern, extern. Man kann wahnsinnig viel Potenzial heben und ich hoffe, dass wir das in den Workshops gleich auch ein bisschen vermitteln können, wenn ich KI holistisch denke. Also wenn ich, wir nennen das Supercharged Individuum, Supercharged Organization und Supercharged Processes nennen. Also wenn ich es komplett integriere. Die eine Mitarbeiterin, die richtig, richtig gut in der Nutzung von KI ist, hebelt sich selber massiv. Wenn ich das schaffe, in ein Team zu übertragen, dann vergrößert sich auf einmal die Wirksamkeitsfläche dieses Teams um ein Vielfaches. Was auch passiert ist, es fangen an, Überlappungen stattzufinden, weil Know-how in KI kodifiziert ist. Und damit Menschen, Mitarbeitende, Dinge machen können, die vorher andere gemacht haben.
Das ist ganz banal. Wer Canva AI richtig gut nutzt, der braucht eigentlich viel, viel weniger die Marketingabteilung. Wie kann ich KI beziehen? Integriert in Produkten. Und da muss man darauf aufpassen, dass man nicht in ein Datenschutzthema und Datensicherheitsthema läuft. Ich kann es als Chatbot, das ist das ganz klar ChatGPT Teams. Das, was ich als Unternehmen, kann ich eine Organisation aufbauen, kann meine Mitarbeiter einladen. Das gibt es aber auch noch von anderen, zum Beispiel Anthropic mit Claude, was wir inzwischen, also wir gucken gerade, dass wir den Schwenk von ChatGPT zu Claude hinbekommen, weil das nochmal besser ist. Ich kann es als Cloud-Service beziehen, kann das in meine Software, in meine Prozesse einbinden. Und es gibt auch die Möglichkeit, das als private KI zu beziehen. Und das ist so ein bisschen, wo wir uns positionieren, dass wir sagen, lasst uns das in Deutschland halten. Und schlussendlich gibt es spezialisierte SaaS-Dienste wie HeyGen oder Synthesia, die sich komplett darauf fokussieren, Services mit KI-Unterstützung bereitzustellen. Also wenn ich jetzt überlege, okay, das sind verschiedene Modelle, wie ich KI beziehen kann, wie ich sie integrieren kann, dann ist natürlich das Thema, wie kann ich mich maximal mit KI differenzieren? Und da mal, wenn ich in meinem Unternehmen noch an einem Punkt bin, wo meine Mitarbeitenden keinen Chatbot zur Verfügung haben, wenn ich das dann mache, dann ist das kein Differenzierungsmerkmal mehr, Stand heute. Dann ist es ein Verteidigungsmerkmal. Weil ganz, ganz viele andere Unternehmen machen das. So, und da muss ich dranbleiben. Und Differenzierung ist ja dann, wenn ich sage, da habe ich ein Alleinstellungsmerkmal. Also effiziente Nutzung von KI durch die Mitarbeitenden auf einer individuellen Ebene ist kein Differenzierungsmerkmal mehr. Ist es Stand heute nicht und wird es in 1 und 2 Jahren erst recht nicht mehr sein. Jetzt hören wir, wenn wir mit Unternehmen reden, immer mal wieder, gerade bei größeren Unternehmen, wenn die sagen, wir haben unsere eigene KI. Die ist auf unsere Daten trainiert. Nein. In der Regel nicht. Ja, ihr habt einen Chatbot, ja, ihr habt eine KI. Aber die ist nicht auf eure Daten trainiert. Und das ist mir ganz wichtig, weil das so abschreckt. Weil es ja, man liest immer, das ist so teuer, diese KIs zu trainieren. Ja, das ist teuer. Und wenn dann Leute sagen, wir haben eine eigene KI und die ist auf unsere Daten trainiert, dann erweckt das hier den Eindruck, oh mein Gott, was haben die denn da gemacht? Nein, haben sie nicht. Und es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, KI differenziert zu nutzen. Und da bin ja dieses Thema, ich habe meine KI auf meine Daten trainiert, ist eigentlich nur, ich habe eine KI, die hat Zugriff auf meine Daten. Und da reden wir über das sogenannte Retrieval Augmented Generation. Und das ist ganz, ganz günstig zu machen. Dass die teuren Sachen sind hier Feintuning, Nachtrainieren und Pre-Training. Pre-Training ist das eigentliche von Null auf Trainieren von einer KI. Aber ich habe ganz, ganz viele Möglichkeiten. Die Auswahl der richtigen KI. Prompt Engineering, also wie gut bin ich darin im Prompten, in Context Learning. Das ist, beim Prompten gebe ich dem KI-Modell Wissen mit, was es berücksichtigen soll, wie es Entscheidungen treffen soll. Ich kann ganz viel machen und ich hebe einen Großteil des Mehrwertes tatsächlich vorne. Und das sind Dinge, die kann man selber ganz schnell implementieren, kann die ganz schnell ausprobieren. Da muss nichts trainiert werden. Dann gerade das Thema Retrieval Augmented Generation. Und ich erwähne das hier so ausführlich, weil das einer der Workshops von Brian und Simon ist. Und das ist ein bisschen sperrig. Aber dieses Retrieval Augmented Generation, das ist eigentlich die Basis für jede Unternehmens-KI. Das heißt, ich stelle auf eine gewisse Art und Weise einem KI-Modell Wissen zur Verfügung. Und dieses KI-Modell kann dann mit diesem Wissen die verschiedensten Dinge machen. Es kann mir Fragen beantworten, es kann Dokumente abgleichen, kann ganz, ganz viele Sachen machen. Und das ist genau das, was hier passiert. Also 99% sagen, wenn sie sagen, wir haben eine eigene KI trainiert, meinen eigentlich, wir haben ein RAG-System. Sprich mal drüber hinweg. Ich möchte zum Ausprobieren aufrufen. Denn das Schöne ist, wenn ich jetzt über Digitalisierung mit KI rede, als Unternehmer, als Geschäftsführer und Dinge ausprobieren möchte, ich brauche nicht mehr einen Softwareentwickler. Ich muss nicht sagen, mach mir mal das, mach mal ein POC. Ich kann, ob Dinge funktionieren, kann ich selber ausprobieren.
Ich mache mir einen Account und probiere mit anonymisierten Daten bitte, probiere die Dinge aus. Und wenn wir jetzt hier über Assistenten reden, in den USA ist Assistenten, das ist lame. Die reden nicht mehr über Assistenten, die reden über Agentennetzwerke und in der Regel sogar schon über die Version 2 und 3 von Agentennetzwerken, die sie dort in ihren Unternehmen implementieren. Und ein Agent ist der nächste Schritt vom Assistenten, dem ich individuell, das hängt von mir persönlich ab, wie gut ich ihn nutze. Je besser ich darin bin, umso mehr Mehrwert ziehe ich raus. KI-Agenten sind Assistenten, die um Fähigkeiten erweitert wurden. Das heißt, die haben wie ein REC-System den Zugang zu Knowledge, sie haben Skills und sie haben Tools und können Dinge machen. Und diese Tools, das kann sein, dass sie Excel bedienen können, das kann sein, dass sie Webseiten aufrufen können, das kann sein, dass sie CSV-Dateien bearbeiten können. Und damit kann ich mir komplette Workflows bauen, natürlich beschrieben, die dann Agenten abarbeiten und mir damit tatsächlich echt Arbeit abnehmen. Und wir haben erste Agenten jetzt als Prototypen bei uns jetzt inzwischen im Einsatz, ganz frisch. Das wäre in dem HR-Recruiting-Workshop wäre das ein Thema, was wir da mal zeigen. Mein Aufruf an euch ist, KI ist eine wirklich, wirklich mächtige Technologie. Und sie hat die Möglichkeit und bietet die Möglichkeit, viel, viel mehr zu verändern im Unternehmen, als das auf den ersten Blick scheint. Aber man muss sich damit beschäftigen. Und ich habe aktuell, und du hast es auch gesagt, 90% der Unternehmen ist noch nicht so, sehe ich genauso, als das, was wir wahrnehmen. Und da ist tatsächlich Mitarbeitenden ChatGPT zur Verfügung zu stellen, wenn überhaupt, das ist es nicht. Das ist nicht Einsatz im Unternehmen. Beschäftigt euch damit, probiert die Sachen aus, definiert dann für euch ganz klare Ziele, was ihr damit erreichen wollt und macht euch Gedanken zum Datenschutz und zu euren Informationen. Ich habe gerade über die Agenten geredet. Salesforce, werden die meisten kennen, ein großes CRM-System, die implementieren gerade Agenten, weil die haben natürlich ein Problem. Wenn die Unternehmen effizienter werden und Mitarbeitende rausschmeißen, verkaufen sie weniger Seats. Man bezahlt doch per Seat. So, was machen die? Sie bieten jetzt Agenten an, die haben sie implementiert, haben sie programmiert und. Und man zahlt pro Agent. So, also nicht mehr pro Seat, sondern pro Agent, den ich nutze. So, wenn ich jetzt in meinem Unternehmen 50% der Belegschaft mit der Zeit ausfaden kann und durch Agenten ersetzen kann, jetzt mal eine Zukunftsvision, dann sollte ich mir Gedanken machen, woher beziehe ich diese Agenten und wer hat denn die Kontrolle über diese Agenten? Weil wenn es aus welchen Gründen auch immer, Zollschranken treiben die Preise hoch, ich bin auf einmal als Unternehmen nicht mehr handlungsfähig, wenn ich keinen Zugang zu meinen Agenten habe. Und das deswegen mal einen kurzen Gedanken machen, was mache ich da eigentlich, wenn ich jetzt so Angebote wie von Salesforce habe. Und ich sage nicht, also Salesforce macht gute Software und alles gut. Aber ich sollte mir wirklich Gedanken machen, was das für mich bedeutet, wenn ich Agenten einsetze. Ich möchte euch einladen, unser KI-Lab zu nutzen. Das ist ein kostenloses Tool, was wir bereitstellen. Da könnt ihr genauso wie unsere Mitarbeitenden die ganzen verschiedenen KI-Sachen ausprobieren. Und wir bieten Explorationsworkshop an Coffee Dates mit den jungen Männern hier unten an. Also das Coffee Date ist auch kostenlos, wenn ihr Ideen einmal diskutieren wollt. Und dann bin ich mit meinem Vortrag auch schon zu Ende und danke euch für eure Aufmerksamkeit.